Die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe sind heute lediglich auf den Betriebshöfen zu sehen. Seit heute Morgen um 3 Uhr haben sich die Mitarbeiter der RNV wie hier in Heidelberg versammelt, um für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung zu streiken. Forderungen sind, dass wir mindestens 500 Euro mehr wollen. Jeder, also für das komplette Fahrpersonal. Ja, die Fahrer sind momentan sehr unzufrieden aufgrund auch von Personalmangel, Fahrzeugmangel. Doch genau daran scheitert aktuell die Verhandlung mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Denn die Gewerkschaft Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 10,5%, aber mindestens 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Durch dieses mindestens 500 Euro führt es dazu, dass insbesondere eben untere Entgeltgruppen überproportional von einer solchen Forderung profitieren würden. Für uns würde das aber deuten, arbeitgeberseitig, dass wir Kosten hätten, die über 20% liegen würden in den unteren Entgeltgruppen. Und das ist einfach nicht leistbar. Eine Einigung scheint also noch weit entfernt. Der Streik von Verdi somit eine Druckerhöhung auf den Arbeitgeberverband zum Leidwesen zahlreicher Pendler. Obwohl seit Dienstag schon bekannt ist, dass heute der ÖPNV bestreikt wird, haben es einige hinter mir doch noch nicht mitbekommen und warten vergeblich auf Bus und Bahn. Und auch wir mussten uns heute ein paar Alternativen überlegen, um den Weg in die Redaktion zu finden. Nichts geht auf den Gleisen, absoluter Stillstand. Ich muss sagen, für mich jetzt auf dem Weg in die Redaktion gar kein Problem. Denn wie sonst auch, wenn das Wetter schön ist, so wie heute, dann ist meist das ein Großteil meiner Art, mich vorzubewegen. Für meinen Kollegen Pascal allerdings ist da die Situation heute eine grundlegend andere. Das hinter mir ist die Haltestelle, in der ich normalerweise so gegen 7:45 in die Bahn steige und zur Arbeit fahre. Heute nicht, wegen des Streiks, und deswegen arbeite ich heute direkt neben meinem Kühlschrank zu Hause in meiner Küche. Das ermöglicht mir Gott sei Dank mein Arbeitgeber. Denn der Arbeitgeber ist dazu rechtlich nicht verpflichtet. Profit machen dadurch vor allem Sie hier, die Taxiunternehmen. Das Geschäft heute ist sehr lukrativ. Wir sind seit 5 Uhr morgens unterwegs und man merkt halt, dass die Bahnen nicht laufen, weil die Menschen jetzt quasi auf die Taxen zustürmen. Also man hat kaum Ruhepausen. Der Arbeitgeberverband hingegen sieht den Streik als unverhältnismäßig und unnötig an. Aber nicht nur diesen, auch den gemeinsamen Aktionstag mit Fridays for Future. In über 240 Städten wird heute bundesweit demonstriert. Weil letzten Endes es in die Richtung rechtswidriger Streiks abdriftet. Es werden hier allgemeinpolitische Ziele mit Tarifkonflikten vermischt. Und darüber hinaus wird Beschäftigten, die arbeitswillig sind, das klimafreundliche Fortbewegungsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs vorenthalten. Und das ist ja gerade konträr zu den Klimazielen, die von Fridays for Future bekanntlich verfolgt werden. Auch in Frankenthal wird für die Verkehrswende laut gemacht. Dass die Menschen heute auch deswegen vermehrt aufs Auto zurückgreifen müssen, sehen die Klimaaktivisten als, ich würde mal sagen, ein notwendiges Übel. Also es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Denn mit besseren Arbeitsbedingungen und Bezahlung im öffentlichen Nahverkehr kann für die Bewegung die Verkehrswende auch beginnen. Vom 27. bis zum 29. März ist die dritte und damit letzte Tarifrunde zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden geplant. Auch wenn sich die Arbeitgeberseite verhandlungswillig zeigt, könnte es bis zur letzten Tarifrunde nicht der letzte Streik im öffentlichen Nahverkehr gewesen sein.